Endlich ist mein Rebuy-Paket angekommen. Es hat, glaube ich, wie lange hat es gedauert? 10 Tage oder so? Ganz wild, dass es so lange gedauert hat. Ich dachte schon, die hätten mich vergessen, aber dann hat es heute geklingelt und mein Rebuy-Paket ist da. Ich freue mich sehr. Ich habe 5 Bücher, meine ich, bestellt. Gucken wir uns jetzt natürlich zusammen an und ich habe alle im Zustand sehr gut gekauft, bis auf 2. Und bei dem einen habe ich richtig Angst, weil das ist richtig dick. Eigentlich müsstet ihr euch auf jeden Fall eine Buchreihe denken können, die jetzt hier auch mit drin vertreten ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Genauso wie ihr auch immer super gerne in die Kommentare schreiben dürft, könnt, sollt, wenn ihr möchtet, ob ihr die gezeigten Bücher... Ob ihr die gezeigten Bücher schon kennt, auch schon gelesen habt, ob sie noch bei euch rumsubben. Ja. Ich habe gerade das Buch gesehen, vor dem ich Angst hatte. Ich hätte keine Angst haben sollen. Und jetzt habe ich das eine Buch gesehen, was eigentlich im Zustand sehr gut kommt. Und das sieht schlechter aus als das Buch im Zustand gut. Zumindest von dem Buchrücken her. Okay, das erste Buch habe ich, glaube ich, für ein paar Euro Es ist ein Fleck drauf. Das erste Buch, was ich mitgenommen habe, ist, glaube ich, ein paar Euro oder so wert gewesen. Es ist nicht im Zustand sehr gut, wie ich es bestellt habe. Aber ich finde es jetzt immer nicht so krass tragisch, denn es ist mit Leserillen, es ist ein bisschen schief gelesen. Aber ich habe da, glaube ich, 1 Euro, wenn 2, höchstens 3 für bezahlt. Naja, dafür ist es halt so. Und zwar von Frederik Backmann, ein Mann namens Ove. Ich habe dieses Buch, man kennt es irgendwie, ja. Ich glaube, den Film habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Aber ich glaube, jeder hat zumindest irgendwie schon mal den Titel gehört. Und vielleicht kriege ich es ja auch gerade gebogen. Auf jeden Fall war ich auf BookTube irgendwo unterwegs und habe ein Video geguckt über Love Stories mit wahrer Liebe oder mit Soulmates oder sowas. Und dieses Buch wurde genannt und ich dachte mir so, echt? Ich dachte eigentlich, es geht eher so um einen grumpigen Opi. Jetzt wisst ihr auch, warum ich dieses Buch gekauft habe. Grumpiger Opa, yes, I want it. Hier geht es darum, ist glaube ich ein schwedisches, ja genau, ein schwedisches Buch. Und hier geht es darum, dass es um offensichtlich Ove geht. Jeden Morgen macht er seine Kontrollrunde und schreibt Falschparker auf, aber hinter seinem Gegrummel verbirgt sich ein großes Herz und eine berührende Geschichte. Seit Oves geliebte Frau Sonja gestorben ist und man ihn vorzeitig in Rente geschickt hat, sieht er keinen Sinn mehr im Leben und trifft praktische Vorbereitungen zum Sterben. Doch dann zieht im Reihenhaus nebenan eine junge Familie ein, die als erstes mal Oves Briefkasten umnietet. Ich finde, das hört sich so schön an. Ich kriege richtige Vibes von dem Film Oben, von dem Disney-Pixar-Film Oben und ich liebe diesen Film. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich zeige euch gleich mal vom Namen, wie das Buch aussieht. Es war, wie gesagt, ein Euro oder so, aber Zustand gut ist es halt in meinem Empfinden nach nicht. Es hat Leserillen, es ist schief gelesen, es ist gelb, aber es ist halt alles dran, ne? Für 1 Euro, aber trotzdem ein bisschen desinfizieren. Das nächste Buch ist das Buch, vor dem ich ein bisschen Schiss hatte, denn es ist unfassbar dick und es ist ja ein Taschenbuch und das ist so krass, Leute, dieses Buch hätte eigentlich im Taschenbuch 18 Euro gekostet. Ich muss erstmal desinfizieren. Es ist ein Buch von einer Autorin, von der ich schon ein Buch hier habe und ich frage mich, jetzt sehe ich gerade auch erstmal, was mit diesem Buch geschehen ist. Also es ist nicht ganz so schlimm, also zumindest für 1000 irgendwas Seiten. Ich glaube, dieses Buch ist locker mal hingeflogen oder so. Ja, alles in allem ganz in Ordnung, aber da dieses Buch, glaube ich, 18 Euro gekostet hätte und ich jetzt hier nur 8 Euro irgendwas bezahlt habe, für den Zustand gut, dachte ich mir, komm, mach's es einfach. Und zwar geht es um Susanna Clarke, Jonathan Strange und Mr. Norrell. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich habe es in irgendeinem Video mal gesehen und dachte mir, boah, das hört sich so geil an. Dann habe ich es in der Buchhandlung gesehen und dachte mir, oh mein Gott, wie fett ist dieses Buch bitte? Deswegen habe ich es mir dann erstmal nicht geholt. Dann habe ich auf den Preis geguckt und dachte mir auch so, nee. Es ist im Zustand gut. Von hier hat es eigentlich recht weniges. Also hat hier so ganz kleine Einstand, also von Leserinnen, aber mein Freund, also Daniel sitzt da und hat gerade gesagt, ja guck mal, aber das ist ja schon ein bisschen angeranzt, ne? Also hier ist eine Seite umgeknickt, hier ist ein Knick drin, also ich glaube, dieses Buch ist, glaube ich, irgendwie einmal so gefallen und dann irgendwie so die Treppe runtergeflogen wahrscheinlich. Aber ich finde es trotzdem in Ordnung, wie gesagt, es sind halt gebrauchte Bücher, da schraube ich meine Erwartungen eigentlich immer runter. Und hier geht es darum, dass einst herrschte der Rabenkönig über Nordengland. Als er verschwand, nahm er seine Magie mit sich.
Nun machen sich Jonathan Strange und Mr. Norrell daran, diese Magie zurückzuholen und mit ihr ein dunkles Geheimnis, das besser verborgen geblieben wäre. Man, finde ich, sagt eigentlich nicht so viel. Es sind über 1000 Seiten. Ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass dieser kleine Propper-Wopper hier jetzt ein bisschen ein schönes Zuhause gefunden hat bei mir. Denn ich finde, es hört sich großartig an und ich glaube, ich hatte es in einem anderen Video schon mal erwähnt. Es ist momentan bei mir so, dass ich gar nicht mehr so viel Angst vor dicken Büchern habe. Ich habe sogar eigentlich richtig Lust. Es ist, wie gesagt, ein bisschen schmuddelig. Ich gucke mal, ob ich da mit dem Radierer rangehen kann. Und ein paar Knicke. Ich zeige es euch gleich mal, damit ihr da auch einen Eindruck von gewinnen könnt. Alles in allem ein wenig ramponiert, aber ich finde es nicht so schlimm, deswegen Buch Nummer 2. Dann zwei Teile einer besagten Reihe, wo ich am Anfang gesagt habe, ihr könnt euch vermutlich denken, welche Bücher zusätzlich eingezogen sind. Hey. Von Linda Castillo, einmal Brennendes Grab, Der neue Fall für Kate Burkholder und ich glaube, das sind Band 10 und 11. Ja, Band 10 und Band 11 der Kate Burkholder Reihe. Ich sammle mir die ja immer alle fleißig zusammen bei Rebuy und wenn ich da bestelle, dann kaufe ich mir die halt auch. Ich weiß leider nicht, wie viel sie gekostet haben. Ich habe gerade gesehen, dass eins ein preisreduziertes Mängelexemplar ist. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ich nicht mehr für dieses Buch bezahlt habe, als es irgendwie im Rebuy sozusagen gekostet hat. Also ich glaube, bei Thalia kosten die 3,99 und wenn man sich dann irgendwie 10 Stück holt, 1,99 oder so. Keine Ahnung, mal schauen. Auf jeden Fall Band 10 und 11. Und zwar geht es in Band 10 darum, dass eine brennende Scheune zur tödlichen Falle wird. Der 18-jährige Sohn der Familie Gingerich verbrennt bei lebendigem Leibe in der Scheune. Ui. Daniel galt als tüchtig, freundlich und zuverlässig. Doch die Ermittlungen bringen auch seine dunkle Seite ans Licht. Eine Seite, von der die amische Gemeinde nichts wissen will, aber hinter hervorgehaltener Hand wird getuschelt. Als Kate Burkholder den Dingen auf den Grund geht, finden sich plötzlich viele Verdächtige. Jemand muss Daniel Gingerich grenzenlos gehasst haben. So sehr, dass er ihn in die Scheune lockte. Band 10 und Band 11. Die sehen beide auch eigentlich ganz gut aus. Ich meine, ich glaube, dieses reduzierte Mängelexemplar wurde gar nicht gelesen, wurde gekauft und sich dann gedacht, oh nee, kaufe ich jetzt, will ich doch nicht lesen. Und das hier, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht aus wie auch, na okay, es hat einen kleinen Knick, als wäre es einmal kurz hingefallen. Aber sieht richtig gut aus. Und zwar geht es hier darum, eine verlassene Farm, eine brutal ermordete ältere amische Frau, ein entführtes 7-jähriges Kind. Es geht wieder richtig ab bei den Amischen. Als Kate Burkholder von den Vorkommnissen erfährt, ist sie genauso schockiert wie die gesamte Gemeinde von Painter's Mill. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, um das Kind zu finden. Zunächst gibt ihr die ultrakonservative Familie noch bereitwillig Auskunft. Doch merkt Kate schnell, dass ihr etwas verschwiegen wird. Was ist so brisant, dass die Wahrheit nicht ausgesprochen werden darf? Und warum wurden Großmutter und Enkelin zur Zielscheibe? Ich bin sehr gespannt. Ich liebe diese Reihe. Sie ist ein wenig doller, brutaler, schrecklicher, grausamer. Aber wenn ihr das abkönnt, dann habt ihr auf jeden Fall... Ich glaube, es gibt mittlerweile 13 Bände. Das heißt, ich habe jetzt alle bis auf zwei, die zwei neuesten hier. Und zeige euch jetzt einmal vom Namen, wie die beiden aussehen. Das letzte Buch war auch eigentlich der Grund, warum ich bei Rebuy bestellt habe. Und zwar habe ich schon einige Bücher dieser Autorin und dachte mir aber, weil mir dieses nicht so gut gefällt und wenn ich es irgendwann mal günstig auf Rebuy finde, nehme ich es mit, weil ich halt von der Thematik her eigentlich nicht so viel Geld dafür ausgeben möchte, zumindest nicht den vollen Preis von 10,99 €, sondern mir dann halt eben für, ihr seht hier unten, wie viel es gekostet hat, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht ganz so viel wie eben 10,99 €, dieses Buch gebraucht kaufen werde. Und zwar geht es um Beth O'Leary, Drive Me Crazy. Ich habe ja alle vier Bücher jetzt von ihr da und das war eben das Letzte, was mir gefehlt hat. Ich finde aber, mich catcht es von der Thematik her nicht so. Aber trotzdem mag ich die Bücher von ihr extrem gerne. Hab jetzt, wie gesagt, alle vier und bin deswegen auch ganz froh. Das ist ein bisschen auch mitgenommen, sieht es aus. Habe ich es desinfiziert? Mache ich gleich auf jeden Fall noch. Sieht auch aus, als wäre es einmal hingefallen. Es ist ein bisschen gelb, aber alles in allem finde ich das noch vertretbar. Hier ist halt auch noch so ein kleiner Katscher, aber alles easy, alles gut. Leserille ist... Huch. Sieht auf jeden Fall falsch geklebt aus. Das ist ja auch wild. Oder als hätte da jemand mit dem Cuttermesser so ein bisschen reingeritzt. Naja gut, da
jetzt aber auch nicht so tragisch, um ehrlich zu sein. Und zwar geht es hier darum, dass die Playlist steht, die Snacks sind gepackt. In ihrem Mini machen sich Eddie und Deb auf den Weg nach Schottland zur Hochzeit ihrer besten Freundin. Kurz nach dem Start kracht es gewaltig. Ausgerechnet Eddies Ex Dylan ist ihnen hinten drauf gefahren. Der Mann, den Eddie nie wiedersehen wollte. Dylans Auto ist ein Totalschaden, doch auch er will zur Hochzeit. Abby bleibt keine Wahl. Sie muss ihn und seinen Freund mitnehmen. Die Reise der vier Mitfahrer wider Willen wird schnell zu einem unvorhergesehenen Abenteuer. Schaffen sie es rechtzeitig zur Trauung? Und was passiert, wenn Dylan und Eddie sich nicht mehr aus dem Weg gehen können? Hört sich halt ganz süß an, aber dieses Back with the Ex oder so, keine Ahnung, ich fand es irgendwie ganz okay. Ich freue mich aber trotzdem drauf, dass ich es jetzt so günstig geschossen habe. Ich zeige euch hier auch direkt von Nahem, wie es aussieht. Ich finde es eigentlich vollkommen in Ordnung. Ist ein bisschen gelb, aber das ist nicht so schlimm. Tada, das war meine Bestellung. Ist eine wilde Mischung. Passt eigentlich ganz gut zu meinem Lesegeschmack, wenn man mich fragt, was liest du gerne? Gemischt. Liebesroman mit Beth O'Leary, dann einmal 10 und 11 von der Cape Burkholder-Reihe, ein riesen Fantasy-Schinken und ein Mann namens Ove von Frederick Beckman, Buckman, whatsoever. Ich liebe Reba, ich liebe Neuzugänge, ich liebe Bücher. Ich hoffe, ihr hattet jetzt ganz viel Spaß an dem Video. Und schreibt mir gerne, ob ihr eines der gezeigten Bücher kennt, kanntet, sie noch lesen wollt, wie es bei euch aussieht. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.